Ja, mein Name ist Tom Wolf, ich bin 22 Jahre alt und aktuell für die Adler Königsdorf aus Krefeld und ab Sommer dann hier für die HSG Konstanz. Ja, die Jungs trainieren schon wieder fleißig im Hintergrund. Die Planungen für die neue Saison laufen auch schon auf Hochtouren, wie man sieht. Der erste Neuzugang sogar schon in Konstanz, Tom Wolf. 120 Tore in 17 Spielen im Moment, viertbeste Ausbeute in der Oberliga. Würdest du das auch als eine deiner Stärken als Mittelmann bezeichnen? Ja, ich denke schon, dass ich für Mittelmann doch relativ torgefährdet bin. Allerdings darf man es auch nicht zu hoch hängen. Es ist schon nochmal ein Schritt tiefer als das, was in der zweiten Liga abgeht. Aber grundsätzlich suche ich schon den Druck auch zum Tor und versuche da auch so ein bisschen meine Stärke auszuspielen. Du hast die letzten Tage jetzt auch ein bisschen Konstanz schon angeguckt, einen ersten Eindruck bekommen. Was ist hängen geblieben bei dir? Definitiv die Runde am See, die ich mit den Laufschuhen absolviert habe. Ich bin gestern mal eine Runde losgelaufen, um alles so ein bisschen kennenzulernen und definitiv die Kulisse mit dem See im Hintergrund und auch die Uni und Hochschule schon besucht. Und ich denke, so die ganze Stadt kann man sich sehr gut angucken und ich denke, da kann man sich auch wohlfühlen. Ne? Am Wochenende warst du sogar mit dabei in Bietigheim, hast einen grandiosen 29-27 Überraschungssieg miterlebt. Ja. Dein erster Eindruck, zweite Liga, HSG, wie sie sich geschlagen hat. Ja, war natürlich super, war wohl schon das zweite Spiel. Ich war im Winter gegen Neuhausen auch schon in der Halle und konnte mir da auch schon einen Sieg angucken. Am Sonntag war es natürlich dann nochmal ein bisschen eine kleine Steigerung. Bei Platz 3 oder 4 war Bietigheim, glaube ich, als Aufstiegsaspirant und wirkte wie eine ganz sympathische Mannschaft und auch der Handball lässt sich gut ansehen und wer dann so am Ende nochmal zurückkommt und gerade auch in Unterzahl am Ende das Spiel dann so für sich entscheidet, das ist auch schon eine ziemlich gute Qualität so einer Mannschaft. Ja, du kommst aus einer sehr handballverrückten Familie, muss man dazu sagen. Vater ist gerade im Moment auch dein Trainer, Bruder, richtig, mit dem spielst du zusammen in einer Mannschaft. Was für eine Rolle nimmt dann Handball in deiner Familie ein? Wahrscheinlich schon eine sehr große, oder? Klar, im Prinzip jeder Mittagstisch geht schon irgendwie in Richtung Handball. Die Themen sind da schon klar auch Richtung Handball. Dreimal die Woche sieht man sich natürlich dann abends zusammen in der Halle. Und meine Mutter hat früher auch Handball gespielt, also kommt auch aus der Richtung und ist schon so, klar, Familienzentrum, auch die Sporthalle, definitiv. Und jetzt bereit für die Herausforderung zweite Bundesliga? Ich bereite mich da so ein bisschen noch vor mit einem aus meiner Mannschaft, der so ein bisschen Richtung Athletiktrainer ist und versuche mich da jetzt ein bisschen auf die Aufgabe drauf vorzubereiten, aber hauptsächlich freue ich mich sehr darauf und denke, dass es kommen kann jetzt. Gebürtig kommst du aus Mönchengladbach, da liegt die Frage auch auf der Hand, schlägt dein Herz dann auch für die Borussia? Nicht für diese Borussia, für die andere Borussia. Aus Westfalen. Ich bin durch einen guten Freund vor 4-5 Jahren mal in das Stadion genommen worden und seitdem immer so ein, zwei Mal im Jahr in Dortmund im Stadion. Jetzt bist du ja der erste richtige Westdeutsche hier dann bei der HSG im Team. Dich auch schon ein bisschen unterhalten mit Spezialisten wie Matthias Stocker oder hier in der Konstanz in der Stadt. Dialekt, alles verstanden oder schon an die ersten Grenzen gestoßen? Ich hatte meine Probleme heute im Mittagessen. Ich war mit dem Otto, zu Mittag in einem Lokal und hatte auch gefragt, ob ich den Nachbartisch verstehen würde, die sich gerade nicht anstrengen, Hochdeutsch zu sprechen. Und ich denke, man gewöhnt sich an alles, aber zwischendurch brauche ich vielleicht eine Sekunde länger, um alles so zu verstehen. Aber das passt schon. Umgekehrt, welche Bräuche bringst du mit hier an den Bodensee? Welche Bräuche? Ich denke, gerade steht Karneval vor der Tür bei uns im Westen. Ab Donnerstag ist da 5 Tage einiges los auf den Straßen. Ich denke, hier ist es ja nur der Donnerstag, der da gelebt wird. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was mit einbringen. Ansonsten, ich denke nicht viel. Servus. Was damit eigentlich? Nächste Saison, die Jungs, worauf können sie sich freuen? Haben gerade Fußball gespielt, kriegt Team Jung neue Qualität hinzu oder doch eher einen Klotz am Bein? Ich bin bei Team Jung, ich bin Licht und Schatten, sage ich mal. Ich kann gute Tage haben, es gibt aber auch Tage, da sieht es nicht ganz so gut aus. Also ich krieg's hin, ich denke, als Handballer sollte man auch ein bisschen Fußball spielen können und ich werde nicht nach oben und unten stark ausbrechen, denke ich. Auch um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen. Du beantwortest und gibst eine kurze Begründung dazu. Pommes, rot oder weiß? Rot. Warum? Schmeckt mir besser. Okay. Dann im Urlaub, lieber Berge oder lieber Wasser?
Oh, tatsächlich beides. Jahrelang viel Ski gefahren, aber auch gerne Strand und Sommerurlaub. War die richtige Antwort am Bodensee-Test auf jeden Fall schon mal bestanden. Lieber Sommer oder lieber Winter? Lieber Sommer. Weil? Ja, Strandurlaub. Genau, Strandurlaub, einfach ein bisschen wärmeres Klima, einfach angenehmer durch den Tag zu gehen. Die Frage dürfen wir Matthias Stocker nicht stellen, aber an dich schon. Lieber Fisch oder lieber Fleisch? Ja, wenn es ein gutes Essen ist, lieber Fisch. Dann du persönlich, würdest dich eher als Träumer oder als Realisten bezeichnen? Realist. Definitiv der Realist. Okay. Dann eher chaotisch oder ordentlich? Ja, ein bisschen von beidem. Zu Hause sieht es gerne chaotisch aus, ansonsten ist mein Alltag einfach sehr geregelt, aber ich kann beides ganz gut. Ja, zum Saisonziel. 11 Punkte Vorsprung im Moment mit den Adlern Königshof. Die HSG hat 6 Punkte Vorsprung aufs Saisonziel, auf den Klassenerhalt. Deine Prognose für beide Mannschaften? Ja, ich hoffe, dass wir mit Königshof das relativ frühzeitig klar machen können, dass wir die nächsten Spiele auch siegreich bestreiten und dann relativ frühzeitig aufgestiegen sind. Mit den 4 Punkten für Konstanz am Wochenende sieht es natürlich auch super aus, dass man dann den Klassenerhalt schafft. Ich denke, gerade hier die Heimstärke, wenn die weiter ausgespielt wird in der Rückrunde, dann sollte das auch klappen, dass das Saisonziel erreicht wird. Schänzlehölle auch schon mitbekommen, Dezemberspiel gegen Neuhausen, war nicht schlecht, oder? Nee, war super, echt. Also gerade so Schlussminuten, wenn es dann nochmal eng wurde, ich denke, dann kann man sich auf die Halle hier verlassen und war beeindruckend. Das so direkt daneben den Trommlern war auf jeden Fall laut neben mir und da freue ich mich auch sehr drauf, dass ich hier spiele. Die Vorfreude, gibt es irgendwas Spezielles? Worauf ist sie am größten? So das Ganze. Also bisher wohne ich noch bei meinen Eltern. Einfach der Umzug, Juni, Juli, das Ganze mitzumachen, sich einzugewöhnen und dann, klar, Vorbereitungsspiele. Das ist ein Gesamtpaket, da freue ich mich sehr drauf. Die neue Umstellung, neue Heimat. Einfach. Ja, dann wünschen wir dir noch viel Erfolg, hoffentlich eine Meisterschaft und dann viel Erfolg bei der HSG. Wir freuen uns schon auf dich, Tom. Ja, ich freue mich auch, danke.